Hey liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Port & Sound 2017. Endlich haben wir es geschafft, dieses Jahr am Stand von Ayrton zu sein. Und wir haben ein neues Gesicht auf meinem Kanal. Und stell dich mal doch kurz vor, was machst du, wer bist du bei Ayrton? Ja, hi erstmal und herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Ich bin selber von der Firma Vision Stage. Wir sind der deutsche Vertrieb für Ayrton. Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen betreuen wir. Ja, und freuen uns natürlich wieder, dass wir eine großartige Show hier am Start haben und viele geile neue Produkte. Also wirklich jedes Jahr ist das eigentlich mein Highlight, deswegen immer zum Stand kommen, das angucken lohnt sich wirklich. So, ich habe dann ein paar neue Produkte mitgebracht und die schauen wir uns am besten jetzt mal an. Genau, richtig. Da haben wir zum Beispiel das Magic Blade FX. Im letzten Jahr haben wir das schon als Panel-Variante vorgestellt. Jetzt passend dazu natürlich auch als Blade-Variante, dass das miteinander harmonisiert in der Show. Einzelpixel-Ansteuerung ist nach wie vor drin. Neu dabei ist die Zoom-Optik von 3,5 bis 53 Grad. Ich kann die ganze Bar zoomen und jeden einzelnen anfahren, jeden einzelnen LED-Strang. Mit dem Zoom nicht, der Zoom funktioniert im Block. Genau, das war ja. Aber also die Ansteuerung, die man... Aha, okay. Das Einzelpixel-Ansteuerung. Ja. Genau. RGBW-LED-Chips drin mit einer super homogenen Farbmischung. Wie man es hier auch sieht, Pastellfarben sind super möglich. Sind die auch, werden die kalibriert, die Bars einzeln, wenn sie rausgehen, dass die alle die gleichen Farbtöne? Selbstverständlich. Wahnsinn. Sehr gut. Qualität ist das A und O von Ayrton. Dann haben wir den neuen Merak von Ayrton. Das ist ein klassisches Washlight. Die meisten meinen eigentlich eher ungewöhnlich für Ayrton, dass wir nur Effektlicht machen. Nein, wir können auch schon längere Zeit ganz klassisches Licht. Die Besonderheit hier ist eben die neue Fresnel-Linse. Man hat nicht mehr diese Pizza-Optik wie bei den sonstigen LED-Washern. Was die Farbmischung noch mal schöner macht. Auch hier ein RGBW-Chip drin mit 250 Watt Leistung. Ein Zoom-Bereich von 7 bis 70 Grad. Und die Besonderheit sind Blendenschieber im Inneren, um ja, die ausgeleuchteten Flächen auszuschneiden. Das Ganze ist aber auch noch mal rotierbar, dass man es auch als Effekt nehmen kann im Beam. Ja, Axel, vielen Dank für deine Beratung, für das Video, für deine Zeit. Und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Wie gesagt, noch mal alle Informationen unter der Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao.